Heute geht's um 3D-Bilder auf Facebook und wie du die posten kannst. Auf geht's. So, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Es gibt schon wieder ein neues Video. Heute geht's um 3D-Bilder auf Facebook. Bei Facebook ist es extrem wichtig, im Feed aufzufallen. Und Facebook ist auch immer, selbst wenn viele sagen, Facebook ist tot, noch nicht so wirklich tot und gerade auch für Unternehmen eine spannende Plattform. Um aufzufallen, bietet Facebook auch immer viele neue Funktionen, die vielen aber gar nicht bewusst sind. So zum Beispiel diese 3D-Bilder. Ich habe in den letzten Wochen auf verschiedenen Kanälen, bei vielen Kunden, bei mir aber auch immer mal wieder was mit diesen 3D-Bildern ausprobiert und einige Nachrichten bekommen, die gesagt haben, hey, wie hast du das gemacht, wie geht das? Und das ist gar nicht so schwierig, denn du brauchst einfach ein ganz normales Bild und Facebook rechnet das für dich um. Ich bin jetzt hier ganz normal in Facebook drin, sage, was machst du gerade und wähle jetzt hier unten ein Bild aus. Und dann erscheint schon hier oben die Auswahlmöglichkeit 3D-Foto erstellen und Facebook rechnet das für mich um und macht ein solches 3D-Foto für mich daraus. Wo man das auch mega machen kann, ist, wenn man sich hinstellt und zum Beispiel vor eine schöne Landschaft stellt, die im Hintergrund sich dann so mitbewegt, dann ist das auch ein mega Bild. Und diesen 3D-Effekt kann man da oben auch ganz einfach wieder entfernen, also das ist recht schnell gemacht. Jetzt kam auch die Frage, okay, wie mache ich das denn in meiner Seite? Viele nutzen die Seiten-App, um Inhalte auf Seiten zu posten. Damit geht das leider nicht. Wenn du diesen Effekt auf deiner Seite nutzen möchtest, dann musst du deine Seite auch in der ganz normalen Facebook-App öffnen. Da tut sich gerade auch mit dem neuen Design extrem viel. Wenn du das machst und dort auf Foto klickst und auch da wieder ein Bild auswählst, dann findest du auch da die Möglichkeit, dieses 3D-Foto zu erstellen und direkt auf deiner Seite zu posten. Diese Option findest du leider nicht in der Seiten-App, sondern das geht wirklich nur über diese ganz normale Facebook-App. Zumindest gerade in meiner Version. Es kann sein, dass sich da auch immer wieder was tut. Aktuell mein Tipp, wenn du das nutzen möchtest, dann nutz auf jeden Fall die Facebook-App. Und das ist einfach dieser Effekt, der ein bisschen mehr aufmerksam auf dein Bild macht, weil einfach ein bisschen mehr Bewegung drin ist, wenn du das Bild im Feed postest. Gerade die User, die das dann am Handy sehen, denen wird das auffallen und da wird das rausstechen. Und das ist ja das Ziel. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele sich melden und sagen, ich habe das gar nicht gesehen, ich habe deinen Beitrag gar nicht mitbekommen. Und das liegt daran, dass das bei uns einfach komplett durchrutscht. Und um da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu machen, ist dieser 3D-Filter eine gute Möglichkeit. Und das kann man immer mal wieder zwischendrin nutzen, gerade wenn man schöne Bilder hat, wo vielleicht auch im Hintergrund von der Landschaft her was Schönes passiert, ist das wirklich ein einfacher Weg, um einen schönen Effekt zu erzielen. Das wollte ich dir nur kurz zeigen. Jetzt genießt den Sommer weiter. Ich freue mich, wenn dir das Video gefällt und du einmal unten den Daumen nach oben gibst. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Mach's gut, genieß den Sommer.